Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen. Bei der Apfel, sorry, bei der Perfect Apple Challenge. Hä, warum perfekt? Ich musste einfach, ich konnte nicht widerstehen. Guildmeisters, bekannter Schwester sind perfekte Apfel. Aber wir suchen hier den normalen Apfel und wer ihn zuerst isst, ist der Der hat Sieger. Ehre. So, wir Ja. beginnen eben das ganze Duell an dieser Stelle in Pokémon Mystery Dungeon Team Rot und Blau, hier ganz am Start. Dann, wenn du soweit bist, könnten wir mir nach loslegen. Okay, sag du das Stichwort, dann drück es. Gut. Dann nochmal kurz als Warnung, vor allem für meine Zuschauer. Ich habe keine Ahnung, welcher Knopf was macht, also sorry, wenn ich scheiße baue. Dann los. So, ich hab Hallo? gedrückt und jetzt Hallo? beginnt. Bei mir beginnt Hallo. nix, Hilfe! Ich hab gedrückt und es beginnt gerade bei mir. Bei mir beginnt gar nix! Mir beginnt das Intro und ich kann dieses Intro nicht überspringen. Ach so, ich bin eh schon im Title Screen. Holy moly. Also ich starte Das. gerade das Quiz. Oh je, meine. Bei mir beginnt das Intro und ich kann das Intro nicht überspringen. Ich habe keine Von. Ahnung, welchen Knopf ich drücken muss. Ich hab den Knopf! Gut. Yay, du hast den Knopf gefunden. Ah, komm. Ist jetzt doch kackegal. Herzlich willkommen. Bist du bereit, gut, fangen wir an. Schau dir Dinge etwas an. Ja, Okay. ich bin Ich bekomme Frohnatur, ein rette viel. Pokémon. Ja, Straßenbrief. Ja, Junge. Ich bin der Ja, wow, ich Furztammertyp. bin Shiggy! Da, das gibt's Applaus. Warum bin ich Shiggy und nicht du? So, Partner habe ich So. auch. Auf geht's. Verdammt, ich hab. So, ich hab Visasam jetzt. Hä? Du auch? Nein, Ach so, als ich hab. Haupt-Pokémon. Als Partner, als Haupt-Pokémon habe ich Feuerriegel Ja, bekommen. als Haupt-Pokémon habe ich auch. Einen Partner habe ich auch Bisasam genommen. Deswegen. Ja, weil das halt am schnellsten geht. Nee, bei mir Glumanda. Aber Bisasam ist toller. Ah ja, und wenn sich jemand wundert, wer das am Rahmen ist, das ist Chinji. Wie heiße ich? Ja, weiß ich nicht. Frag wen Da anders. kann, du kann, du musst aber so schnell wie möglich den Namen eingeben. Ich habe da jetzt nicht Günther eingegeben, sondern irgendwas. Ich hab Komma genommen. Ich heiße jetzt O. Irgendjemand Hilfe, oh! Oh, wir sind ziemlich gleich auf, offensichtlich. Yep. Eine riesige Antwort. Rettet mein Baby, sofort. Ab Ja, in den aber was muss. Dungeon, los! 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 Schmeißt sie endlich in den Dungeon! Ich habe keine Ahnung von der Steuerung. Wie habe ich das Menü geöffnet? Was tue ich? Wieso geht's nicht zur Treppe? Weil vielleicht auf der Ebene ein Item ist. Ich bin auch nicht zur Treppe gegangen. Wusstest du, dass im ersten Dungeon es keine Äpfel gibt? Echt jetzt? Ja. Nein, das wusste ich nicht. Deswegen bin ich jetzt auch noch durch die Ebene gerannt. Warum habe ich dir das erzählt? Du hast mir gesagt, ich soll dir das nicht erzählen. Ich glaube irgendwie, dass das relativ unausgeglichen geworden wäre. Ich sagte, ich wäre hier noch eine halbe Stunde durch den Dungeon gerannt. So, weg mit diesem Obi. Nein, ich will nicht ein Levelaufstieg. Komm, töten! Nein, wie das Arm, was machst du hier? Ja, komm, lauf, lauf, lauf. Jetzt lauf doch! Hast du auch gerade einen Levelaufstieg bekommen? Nein, den konnte ich vermeiden. Ich bin am Ende des Dungeons. Gut, ich bin gerade jetzt erst am Ende des Dungeons. Und ich habe keinen Levelaufstieg bekommen, ja.
Ab dem zweiten Dungeon gibt's die dann, oder? Ja, am zweiten Dungeon gibt's die dann, soweit ich weiß. So, jetzt krieg ich Belohnungen vom Schmetbo. Ja, ich spam hier gerade auch nur einen Text durch. Ah ja, es gibt ja noch seine Stelle. Meinst du noch eine, wo ich ein bisschen aufholen kann? Ah, Gott. Also wir spielen auch beide auf der deutschen Version, nicht dass jetzt jemand denkt, irgendwie ja, einer von uns hat eine andere Sprache drin. Nein. Ich spiele auch auf der deutschen Version. Ja, ich sag ja. Ich hab nur auf der... Es gibt, du kannst ja den Namen vom Team ändern. Ja. Und da kann ich, glaube ich, nur, wenn ich schnell genug bin, circa 0,5 Sekunden aufholen. Hä? Wow! Ja, schön, ich will nicht wissen, was ein Briefkasten ist, Junge! Ich bin was nicht... Was ist ein Briefkasten? Hä, was ist denn das? Dieser Sam hat erst eine Erklärnot. Ja, ich find's halt echt toll, dass wir beide auch noch dasselbe... Nein, ich bin gerade zu blöd, um den Teamnamen zu bestätigen, toll. Das ist jetzt das beste Retterteam. Oh, Titelbildschirm. Ich bin los und so vegan. Jawohl, ich lieg vorne, gönn dir! Das ist voll komisch, dieses Rennen, vor allem im Moment, wo wir nichts machen können. Am nächsten Morgen. Ja, speicher da. Speichern bei mir einfach fehlgeschlagen. Ja, speichere da. Speichern fehlgeschlagen. Ja, passt. Warum schläft er eigentlich bei mir vorm Haus? Ah Gott, du bist gut. Es ist uns meine Ehre, du Wiederherz. Wie läuft ein Bisasan, bitte? Hast du noch nie ein Salat rennen gesehen? Die Animation sieht so komisch aus. Ja, schön! Die Erklärung brauche ich nicht! Was ist eine Pokémon-Zeitung? Ist das was zu essen? Aber das essen. Wir sind nicht Fame. Jetzt beeil dich, Philipp! Ich hätt's doch gar nicht! Ah, kacke, ich bin blöd, ich verkack gerade. Ich bin gerade komplett kacke. Nein, ich mach alles falsch. Was tue ich? Ich hab grad irgendwie eine halbe Stunde lang nicht den Briefkasten aufbekommen. Oh, jetzt hab ich den Briefkasten aufbekommen. So, los. Nächster Dungeon, jetzt kann ich's holen. So, jetzt bin ich bei der Donnerhallhöhle. Ja, ich red grad mit dem Magnetio. Ah Gott, du bist schnell. Ich bin gut! Ab in den Dungeon! Nein, das ist eine rote Beere! Ich dachte, da wäre schon Apfel! Das ist Geld! Ich brauche einen Apfel! Wenn ich jetzt sterbe... Nein, Level Up! Bisasam! Nein, beide Level Up! Weißt du, was gerade passiert ist? Was? Bist du tot? Bisasam wurde unfähig! Sinelbeere, Mann, warum haben wir nicht Sinelbeere gesagt?
Jawohl, das ist ein Riesenvorsprung für mich. Warte mal. Okay. Weißt du, was ich jetzt versucht habe? Was? Ich habe jetzt versucht, zum Keklion-Laden zu gehen und mir einen Apfel zu kaufen. Das geht nicht, oder? Ich dachte, es geht, wenn man draufgeregt ist. Das hätte mich aber jetzt auch dezent aufgeregt. Ja komm, geh mir aus dem Weg. Geh mir alle aus dem Weg. Als ob hier so eine ewig lange Sackgasse ist. Wollt ihr mich verarschen? Komm, ich hab so einen Vorteil dadurch, dass du draufgegangen bist. Das darf ich doch nicht mehr wegwerfen. Jetzt lauf... Ich will nicht wissen, was Geld ist! Nein, Alter! Ich bin zu kacke. Da liegt ein Apfel, da liegt ein Apfel! No. Ist ein Apfel, komm, ab ins Inventar! Ins Inventar! Gewonnen! Woo! Oh. Easy! Ich hab den Apfel gegessen! Und welcher Ebene war der? 2. Ah. Boah. Was war das? Ich bin schon wieder draufgegangen. Was? Was tust du? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Dieses Duell war so komisch, Alter. Dieses Duell ist einfach das Komischste. Als nächstes darfst du dir entweder eine Bestrafung oder einen weiteren Wettkampf aussuchen. Also da brauche ich auf jeden Fall erstmal einen Moment. In der Zeit kannst du ja mal gucken, ob du noch einen Apfel findest. Wenn ich schon wieder vom Dungeon drauf gehe, auf wie viel? Wenn du nochmal da drauf gehst, Jürgen, dann muss ich ganz, ganz, ganz weit los. Ehrlich gesagt, überhaupt keine Idee, was ich sage. Weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Bist du draufgegangen? Ich bin jetzt draufgegangen und gehe jetzt ins Kleinhai rein. Ich dachte, da gibt's keine Äpfel. Beim ersten Besuch nicht. Ah. Ja, ich habe jetzt. Zumindest. Schau mal. Ich habe jetzt. Soweit ich weiß, im ersten Besuch nicht. Im zweiten Besuch erst. Weil ich habe das mir letztens ja im Lösungsbuch durchgelesen. Ja, aber ich habe jetzt keine Ahnung, was ich als neuen Wettbewerb oder eben hier so Dings Strafe vorschlagen könnte. Das ist voll komisch. Aber auf jeden Fall müssen wir sowas dann auch irgendwann mal in ein bisschen länger machen. Okay. Kennst du nicht irgendein Spiel oder so? Ich überleg gerade. Du könntest ja einfach so was machen, wie ich schon mal gemacht habe. The World Hardest Game für eine Zeit. Das habe ich schon gemacht. Ah, schade, Mann. Das war für 10 Minuten. Das war für ein 10-Minuten-Video. Das Spiel ist so komisch, Alter. Also, ich hab noch Bob the Baumeister. Was? Dazu gibt's ein Spiel? Obwohl, ja, okay, natürlich gibt es dazu ein Spiel. Biene Maya. Alle original verpackt in Gameboy-Hülle. Alles klar, läuft bei dir. Ja, ich weiß auch nicht, was irgendwie witzig ist, weil wenn du nach den Spielen suchst, musst du schon ein 20er herblässeln, normalerweise. Mal so eine Frage. Was gibt's ja eigentlich so für Smash Bros. Charaktere, die dich absolut abfacken? Oh nein. Mal überlegen. Da gibt's Sheik. Sheik?
Okay, dann drehen wir bald mal ein Video, wo du mal nur Sheik spielst in Smash Bros. Online. Orchi. Das wird lustig, als ob ich dir nicht so schon die Ehre nehme. Mit Luigi. Und warum geht die ganze Zeit mein Menü auf, wenn ich meine Hände nicht an der Tastatur habe? Bitte was? Ich will doch nur einen Apfel haben. Digga, ich sag dir, ich renne jetzt weiter und find noch einen. Ey, ich will das hier nur. Also, wer jetzt abschalten will, kann gerne. Die Challenge ist rum eigentlich schon seit einer halben Ewigkeit. Fragezeichen-Man versucht hier nur seinen werten Apfel zu finden. Ja, während ich einfach toll bin. Wie das klingt. Achtung, er versucht einen Apfel zu finden, während ein Apfel. Du hast einen Apfel? Ja. Glückwunsch, das waren 4 oder 5 Minuten nach mir. Ich glaub, 5. So, jetzt ist die Challenge vorbei. Geht ja. Haben. Ich habe auch noch Level-Ups auf beiden. Ciao.